Hallo ihr Lieben, wir sind hier bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge und ich wollte euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen, was mein Kristallzuchtset angeht. Ihr seht schon meinen Kristall. Der sieht jetzt so aus, da ist irgendwas Komisches passiert. Sind jetzt ungefähr 2 Wochen vergangen, seitdem ich den da reingehängt habe und ich habe immer mal wieder geschaut und der war auch schon größer. Und jetzt muss ich zugeben, in den letzten Tagen, da habe ich das so ein bisschen vergessen zu beaufsichtigen und da ist das Wasser verdunstet, ziemlich viel. Also das Wasser stand ja anfangs so bis hier. Und als ich den jetzt wieder rausgeholt habe, fehlt er da unten auf einmal so ein Stück. Das ist anscheinend schon so weggebrochen. Aber trotzdem ist der sehr schön geworden, finde ich. Hier unten ist richtig so eine Spitze dran. Und ja, interessant ist auch, dass hier an dem Faden das Ganze so angesetzt hat. Also um den Faden rum sind jetzt auch so ein bisschen Kristalle. Ich mache mal meine Schatztruhe auf und dann kommt mein neuer Kristall mit in meine Schatztruhe. Den muss ich natürlich noch befreien von dem Faden. Und außerdem möchte ich jetzt gleich noch das Wasser mal in ein anderes Marmeladenglas schütten, damit wir sehen, wie es unten in dem Glas aussieht. So, jetzt erstmal hier die Schatztruhe. Oh, ich will jetzt gerade hier den Faden entfernen und da ist mir schon wieder etwas von meinem Kristall abgebrochen. Sehr schade. Ich will jetzt auch nicht zu fest an dem Faden ziehen, sonst bricht nachher noch mehr ab. Deswegen lasse ich den Faden da jetzt einfach drin und tue das Ganze so in meine Schatztruhe. So, die wird natürlich wieder geschlossen. Jetzt gebe ich mal hier die Lösung in ein anderes Marmeladenglas. Oh, und dann sehen wir mal gleich da unten. Also dieses Marmeladenglas kann ich erstmal verschließen. Die kann ich mir hier aufbewahren für ein nächstes Experiment. Und jetzt schauen wir mal, was hier unten passiert ist. Da habe ich nämlich ganz viele Kristalle noch, die sich da angesammelt haben. Man sollte das Ganze hier immer wieder auflösen zwischendrin, aber wie ich eben schon gesagt habe, die letzten Tage habe ich es wirklich vergessen. Und das versuche ich jetzt auch mal mit diesem Stab hier zu lösen. Vielleicht sind da ja auch noch ein paar tolle Kristalle für meine Schatztruhe mit dabei. So, die schütte ich jetzt mal auf ein Stückchen Küchenrolle. So, ich habe es auf die Küchenrolle geschüttet und hier sind richtig tolle Kristalle dabei. Also richtig große und zweifarbige. Wirklich schön. Aber genau hier sieht man schon, die sind sehr unstabil. Die bröckeln ganz schnell auseinander. Das ist sehr schade. Muss man also ganz, ganz vorsichtig mit sein. Aber wenn man ganz vorsichtig ist, hat man wirklich ein paar schöne, die kann man auch noch mit in die Schatztruhe tun. Ja, viele unstabile sind mit dabei, aber auch ein paar gute. Das war jetzt also das Update für den vierten Versuch. Mit dem Bleistift, mit dem Stein am Bleistift im Wasser. Da ist jetzt ja leider nicht so ein ganz großer rausgekommen. Ich zeige euch das nochmal hier auf der Anleitung. Eigentlich sollte da
so ein Stein bei rauskommen. Meine hatte zwar so ein bisschen so eine Spitze, aber so ist der wirklich leider nicht geworden. Trotzdem hat es wirklich wieder Spaß gemacht und es war ein spannender Versuch. Wenn ich nochmal sowas in die Art in die Richtung machen soll, zum Beispiel mit einer anderen Farbe, dann schreibt mir das. Und sonst fehlt jetzt nur noch der fünfte Versuch. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Den mache ich jetzt auch bald noch. Wenn euch das Video gefallen hat oder diese Serie mit den Kristallen, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Da freue ich mich. Schaut auch unsere anderen Videos. Schaut die anderen Kristallzucht-Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!